Hi und ganz herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Aha. Sims 4. Ich habe derweil halt eine Aufnahmepause gemacht, beziehungsweise es ist schon ein anderer Tag. Ich hoffe, dass unser Garten sich wieder erholt. Ich meine, jetzt ist alles komplett eingestampft, wie wir sehen. Ich glaube, die ganzen Qualität-Upgrades, die wir gemacht haben, sind auch weg. Bis dahin. Ich versuche mal alles weiterzuentwickeln, was geht. Okay. Okay, so, ich glaube, mehr ist nicht. Gerade doch hier. So, okay, mit den anderen müssen wir mal gucken. Sie ist jetzt einfach schlafen gegangen. Ein Baby Eva tut hier herumkrabbeln. Also, ich finde, wir haben viel zu wenig Zeit, seitdem wir ein Kind haben. Oh, das ist so niedlich. Oh. Guck mal, wie die sich freut mit ihrem Schmetterling. Oh. Okay. Qualität. Ja, das hatten wir ja schon. Oh nein. Gartenpflege machen wir nicht. Nach Säugling sehen. So. Ja, ist ja schon gut. Haben wir jetzt noch den Säugling gesehen? Mit Flasche füttern? Knuddeln? Trösten? Hat man noch Säugling gesehen? Ich weiß nicht. Okay, Baby war einfach nur müde. Dann mach auch ein Haier. Macht sie jetzt auch? Okay. Ja, gut, dann haben wir das. Was ist denn eigentlich hier noch? Genau, wir müssen ausgezeichnete Pflanzen entwickeln. Ja, das müssen wir noch machen, ne? Das dauert einen kleinen Moment. Ach, guck mal, wir sind ausgeschlafen. Dann hier, wach auf jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, dass du weiter pennst. Oh, uff, guck dir das einfach an. Ist ja ekelhaft. Ach du Scheiße. Bis zur Perfektion polieren. Das hier bitte auch. Das ist ja ekelhaft. Auch noch was machen? Nee. Erstmal hier schön reinschrubben, hör mal. Schön mit dem Schwamm. Was haben wir hier? Schwierige Probleme lösen. Machen wir. Das kannst du jetzt machen, währenddessen. Du denkst ja immer so gern nach. So. Und dann würde ich sagen, müssen wir mal wieder ein bisschen Geld machen. Wir machen ein selbstsicheres Gemälde. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Weiß es nicht, aber kann sein. Okay, Post haben wir auch noch nicht. So. Hier können wir eben, oh, Gartenpflegen machen und dann weiterentwickeln. Ich schau mal, was ich alles entwickeln kann. Oh, unsere erste ausgezeichnete Pflanze.
Oh nein, Baby weint. Okay, dann warte alles andere weg. Erstmal das Baby. Also sie muss erst über das Problem nachdenken. Dauert ein bisschen. So. Was wollen wir denn? Retro-Musik? Babypflege. Windeln wechseln. Waschen. Und. Okay, das macht sie von alleine. Okay, diese Geräusche sind irgendwie ein bisschen cringe. Ich mag das nicht. So, was macht die? Ach nee, ich lasse sie einfach machen. Wir gucken einfach, ob wir noch was entwickeln können. Aber es ist nichts mehr am Glänzen, oder? Egal, danach kann sie den Garten pflegen auf jeden Fall. Was machst du jetzt mit dem Kind? Nimmst du mit nach draußen oder was? Okay, mach mal. Hä? Du wolltest den Garten pflegen, du Otto. Aber so kann man es auch machen. Wegwerfen. Garten pflegen kannst du jetzt auch eben machen. Dann Reste nehmen. Oh. Oh. Was tut das Kind? Aktionen. Profil öffnen. Vorsichtig, gute Freunde, Tochter, okay. Wir spielen mal Kuckuck, okay? Wenn sie dann fertig ist. Erstmal hier schön das Kind mit den ganzen Chemikalien in Berührung bringen. So muss das sein. Guck mal, das Kind einmal gießen, wächst dann auch schneller, habe ich gehört. Das war's. Und was ist hiermit? Die hat nicht so Bock, ne? Aber sie muss pieseln. Füttern. Versuchen es mal. Danach gehst du pieseln. Verwenden. Aufwischen. Und duschen. Ja, Kind kann da rumchillen, meinetwegen ist mir egal. Oh, Tuga! Smurbs! Ich weiß, du stinkst. Grebo! Mach doch eben, was ich dir sag. Mach sie nicht. Okay. Und Katrina. Hallöchen, Sandra. Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Mortimer Grusel und ich uns wahrscheinlich nicht gut verstehen würden. Ja, sag ich doch. Hä, was ist hier los? Weiterentwickeln. War die jetzt auf Toilette oder immer noch nicht? Ey, bist du denn dumm? Bist du denn eigentlich komplett dumm? Also ich weiß ja nicht, was ihr Problem ist, ne? Wenn man ihr sagt, dass sie pissen soll, will sie es nicht. Ey, ist doch nicht normal, ey. Meine Güte. Okay. Kind ist eingepennt, auch kein Problem. Garten pflegen. So, Kirschbäumchen weiterentwickeln. Auch nicht.
Auch nicht die. Alles ernten. Ich mache jetzt einfach mal alles ernten, weil wir jetzt noch nicht so viel haben. Und ich habe jetzt ja auch von vielen Sachen die Samen nicht mehr, weil ich jetzt nicht dachte, dass alles verschwindet. Ich habe gedacht, dann haben wir das einfach erstmal. Kann ich nicht weiterentwickeln? Geht nicht, weil die zu klein sind wahrscheinlich. Okay. Achso, und das Ding ist auch kaputt, ne? Ach, wir haben es auch nicht einfach. Okay, wir speichern nochmal. Und jetzt, dann kann sie mal was reparieren. Wir hoffen mal, dass sie davon nicht stirbt, mal wieder. Oh, Baby ist ausgeschlafen. Ja gut, jetzt musst du kurz warten. Einfach das Baby draußen liegen lassen, kein Problem. So, warte, ich spule mal, aber ich behalte mal die Kurze auch im Blick. Die hat sich eingeschissen. Okay. Oh, nach Säugling sehen, hochheben. Unwohl, ja, weil die Kackwindel da ist. Macht sie ihr die Windel? Oh, no, boo. Oh. Okay. Oh, Chumcha. Oh. So. Macht sie ihr jetzt automatisch oder nicht, die Windel? Was, beißen? Nein, nicht beißen. Nubu, Nerabu. Oh, yibs, yibs. Oh, Brappy. Das Kind stinkt bis zum Himmel. Mach sie ihr nicht die Windel. Oh. Oh. Geht doch. Jetzt stinkt das Kind trotzdem schon. Waschen. Wo ist es denn? Da. Einfach nur provisorisch. Irgendwie, seitdem wir ein Kind haben, kommt Katrina nicht mehr vorbei, ne? Das ist das mal aufgefallen. Da ruft die nur noch an. Das muss weg. So, und dann können wir hoffentlich mal etwas tun für uns. Können das Kind danach mal nach drinnen bringen. Ich muss mal kurz warten. Hoch. Nee, guck mal, im Gitterbett legen. Komm, das Baby will bestimmt ein Haier machen. So. Gitterbettchen 1, 2, 3. So. Baby ein Haier. Und wir können, wir wollten ein selbstsicheres Gemälde machen, ne? So, schauen wir uns mal an, was sie heute malt. Ach, schon wieder so ein Kätzchen. Ja. Hauptsache, es bringt Geld. Ja, verkaufen. Und wir könnten mal ein großes, abstraktes Gemälde machen. Ah. Ah. Dibble it. Huh. Aha.
Achso, und wir könnten... Was wollten wir hören? Retro-Musik, okay. Musik spielen... Retro. Baby weint. Was will unser Kind? Langweilig? Der Tessa. Doofes. Oh. Die weiß schon, was sie macht, ne? Ah, jetzt eine Flasche oder was? Oh, Wabish. Oh. Oh, Wabish. Fuifa and ball. Oh, Nubu. Kommt das Einhorn weg, oder was? Einfach dem Kind alle Spielzeuge wegnehmen, oder wie? Aha. Jibs. Jetzt will sie schlafen. Okay. Lassen wir sie mal. Mal gucken, was passiert. Wegen dem Kind. Dann mach doch schon mal was zu essen hier. Verdorbenes Essen aussortieren. Zusammen kochen mit. Ach, wir könnten kochen mit Katrina. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Und wir machen mal wieder Butternut-Gnocchi in Familiengröße. Und danach können wir Piesing gehen. So. Wir können nicht zu viele Sachen planen, weil... Ansonsten weint wieder das Baby. Aber wir können schon mal schwierige Probleme lösen. Das Baby weint jetzt schon. Aber jetzt, das wird zu Ende gemacht. Level 4 der Feinschmeckerfähigkeit. Sandra kann jetzt Schinken-Spargelröllchen zubereiten. Wenn sie Essen zubereitet, erhält sie die Stimmung köstliche Kost. Ja, cool. Welche Qualität hat das? Ausgezeichnet. Vegetarisch und laktosefrei. Na, dann schnell in den Kühlschrank mit dem Rest. Baby weint. Okay. Ja, dann, wenn es sich erledigt hat, Baby weint nicht mehr, Baby schläft jetzt. Ha. Ja. Okay. So. Einmal schön kacken. Zack. Wie lange sitzt? Achso, sie hat die schwierigen Probleme wieder auf Toilette gelöst. So. Dann malen wir noch ein bisschen weiter. Und danach gehst du ins Haya. Schlafen. Komm, ein bisschen schneller. Oh Mann, das dauert aber lange hier. Danach kümmern wir uns erstmal ums Baby, wie es aussieht. Errungenschaft launisch. Schließt auf alle Sims verteilt 100 Launen ab, okay? Warum meinst du jetzt wieder was? Was meint die? Großes Top-Art-Gemälde. Eigentlich wollte ich, dass du dich um dein Kind kümmerst. Knuddeln? Warte. Außerdem hast du nicht mehr so viel Energie. Wie viel ist das? 1200. Na komm, immerhin. So, ich schau mal hier draußen. Kann ich irgendwas schon weiterentwickeln? Nicht, ne?
Ich möchte auf jeden Fall diese Gartenherausforderung erstmal abschließen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wie viele haben wir schon? Eine. Okay. Willst du weitermalen? Gut, dann überleg, was du mit dem Kind machst. Kind kann da sitzen, sagst du, ja? Ah, jetzt geht sie doch heuer. Okay. Füttern, ins Gitterbettchen legen. Wo ist es denn? Im Gitterbett legen. So. So, rein damit. Mhm, und jetzt ein Haie. So, Baby macht Haie. Und wir auch, hoffentlich. So, was will das Baby? Hier scheinbar nichts mehr. Dann mach doch ein Haie, ey. Was stehst du da rum? Ey, die steht da jetzt echt und wartet, bis sie das Kind hochheben kann. Bist du doof? Ja. Also manchmal ist das ein bisschen buggy, oder? Das kann doch nicht sein. Das Kind hat sich schon eingeschissen. Egal, das wartet jetzt bis zum Morgen. Ist sie vom Geruch aufgewacht? Stinkende Winde. Weil in der Nähe eines Säuglings ist. Was? Jetzt willst du das aufräumen? Aha, okay. Ja, mach mal. Oh, Basky Gazoo. Haha. So. Wir müssen warten, bis das Kind wach ist. Wir könnten auch einen Brunch servieren. Spinatfrittata. Machen wir mal. Hä, warum? Warum? Du sollst nicht dann Reste essen jetzt hier. Die kommen wieder rein. So. Popmusikern und Retromusikern. Retromusik läuft doch noch. Bestellung, Gartenservice, Haushaltshilfe, Pizza. Lichter anpassen, aha. Tanzen, ja, nee. Okay, mal gucken, wie sieht Spinatfrittata aus? Einmal durch die Pfanne walgen. Keine Ahnung, was sie da immer macht. Den Klumpen irgendwie so ein bisschen drehen in dem Ding. Wenn ich so kochen würde, ne? Meine Pfanne würde aussehen wie scheiße. Ah, aber so sieht das lecker aus, ne? Normale Qualität, okay. Schauen wir uns das an. Mhm. Hm. Ach, guck mal, wir genießen das schön. So. Ich würde mal sagen, in den nächsten Folgen, irgendwann, wenn das Kind größer wird, wir brauchen auf jeden Fall hier entweder einen Anbau oder wir müssen umziehen. Eigentlich ist das Grundstück noch groß genug, finde ich. Wir brauchen jetzt kein größeres, aber ich hätte gern ein größeres. Deswegen mal gucken, wie wir das machen. Wenn wir damit fertig sind, machen wir einmal hier alles ernten und Garten pflegen. Kann man da irgendwas weiterentwickeln? Ja. In Bonsai. Okay, ja, die Qualität ist gestiegen, das wissen wir. Oh. Oh, oh. Okay, Baby ist wach.
Windel wechseln. Waschen. Danach füttern. Na, meinetwegen stillen. Und rauslassen. Dann kannst du das da reparieren. Oh mein Gott, das wird alles eine Katastrophe. Okay, mach mal hin da. So, jetzt macht sie erstmal die Windel, glaube ich. Die nimmt sie einfach mit nach draußen. Auch kein Problem. Jetzt ist das Kind wieder rein. Hä? Also, hat sich ja jetzt gelohnt. So, nachdem sie das gemacht hat, kann sie Piesing gehen. Okay, sie muss langsam ganz schön dringend pieseln. Okay, ich glaube, sie macht jetzt noch die ein, zwei Sachen hier. Einmal stillen. So, Kind rauslassen. Einmal reparieren. Kannst du nicht mehr. Ich glaube, sie muss pinkeln jetzt erstmal. Das ist viel wichtiger, ne? Und danach? Nach Säuglingen sehen. Okay. Du stinkst, sagst du? Kein Problem. Machen wir gleich. Ach komm, das machen wir für sie. So, das Kind stinkt auch. Uff, eine Auswahl. Waschen auf jeden Fall. Und reparieren und aufwischen. Okay, das kriegen wir hin. Okay. Oh nein, wein doch nicht. Katrina. Hey Sandra, Mike Schneider hat mich zu einem Date eingeladen. Soll ich zusagen? Ey, das ist echt eine sehr promiskuitive Frau dafür, dass sie verheiratet ist. Also ganz ehrlich, solltest du selbst entscheiden, ob dir das wert ist. Können wir denn jetzt bitte das reparieren? Ich möchte nicht wischen, bevor ich repariere. Das ist sinnlos. Egal. So. Was? Wieder Baby? Peggy Bushi. Stinkt das Baby immer noch? Waschen. Windel wechseln. Ich mach's einfach mal. Kannst du das machen? Hallo? Chillt er einfach. Ist nicht so, sagst du? Ah, jetzt. Ach komm, das machen wir wieder. So. Jetzt kannst du bitte wischen. Ist das möglich? Danach kannst du Reste essen und duschen. So, und hoffentlich kriegen wir dann noch ein bisschen was geschissen heute. Dieses Kind zieht viel Zeit. So. Das haben wir schnell abspülen. Mhm. Bisschen duschen. Was ist jetzt hier los? Retro-Musik, Pop-Musik. Aber wir hören doch gerade Retro, ne? Ich mach mal stoppen einfach. Ja, dann geht's ja einfach selbst schlafen, alles klar. Also kriegen wir nichts mehr heute hin. So ist das manchmal, ne? Dann ist der Tag einfach länger, als man denkt. Oder kürzer, je nachdem. Okay, so, ist sie dann wirklich ausgeschlafen und steht auf? Oh, Baby ist auch wach.
Dorfes. Weiß nicht, aber du kannst jetzt auf jeden Fall aufstehen. Eva rauslassen einfach. Wir lassen das Kind einfach mal krabbeln. Dann alles ernten. Und Garten pflegen einfach. Ja, Kind wird schon klarkommen. So, hier. Oh nein, trauriges Baby. Okay, die macht das da schon. Ja, dem Baby geht's, glaube ich, ganz gut. Gerne eine Spielzeug rausnehmen. Was haben wir denn? Triceratops, der wildeste Pflanzenfresser, dem du je begegnet bist. Sieh zu, dass du diesem Dino niemals alleine in einer dunklen Gasse begegnest. Okay, machen wir. Die kannst du haben. Post, ja, bezahlen. Alter, wir zahlen 1600 mittlerweile. Für die Grundstücksteuern? Warum wird das so viel? Wir zahlen ja immer mehr. Was ist hier los? Inflation oder was? Ist ja schlimm. Wie lange musst du den Garten pflegen? Was ist da los? So. Jetzt das Baby. Mal die Post bezahlen. Ja, dann geh mal pieseln. Huch, Entschuldigung. Jetzt habe ich mir fast das Mikrofon ins Gesicht geschlagen. Oh, ey, was ist heute los? Es tut mir leid. Ich mache die ganze Zeit Krach. Baby ist eingeschlafen. Okay, es stinkt jetzt erstmal ein bisschen vor sich hin, das ist okay. Wir wollten irgendeine Musik hören, Popmusik, ja, dann machen wir die mal. Pop. Und dann kannst du das ein bisschen fortsetzen. Gleich, wenn das Baby fertig geschlafen hat, hast du eh genug zu tun. Und dann geht auch der Sozialbalken wieder nach oben. Übrigens, wisst ihr was? Ich habe gemerkt, dass die Songs von Sims, die simifizierten Songs, geklemmt werden. Also, warum einfach? Ich frage mich manchmal, was ist echt der Sinn, ja? Sagt mir mal eure Meinung dazu. Also, keine Ahnung, wenn man nicht mal mehr Sim-Musik bei sich laufen lassen haben kann. Ist mir scheißegal, ich lasse es trotzdem laufen, auch wenn die Folgen dann weggeklemmt werden, aber egal. Wollte ich nur euch mal sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Oh, wer ist er denn? Er ist ja ein hässlicher. Was wollen wir noch machen? Pflanze abernten, ja, das wird gemacht, Chef. So, mal zu Ende. Katharina. Weißt du was, mein Date mit Mike Schneider ist sehr gut gelaufen, ja, schön. Okay, Ansammler verkaufen. Es ist auch echt hässlich geworden. So, wir könnten jetzt was ernten, oder? Nein, noch nicht. Gibt es hier irgendwas, was wir noch verbessern können? Schon, ne? Da
Ja. Mhm. Noch eine Pflanze am Glitzern. Sehe ich gerade nicht. Okay. Sie malt wieder was. Na, solange das Baby schläft, ist ja alles gut. Wir müssen ein bisschen Geld ranbekommen. Vielleicht können wir uns dann auch einen Mann mal irgendwann zu dem Baby kaufen. Oder eine Frau. Okay. Das ist so ein einfaches Ding. Ein Stillleben. Okay, fertig. Kochen. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, was wir mit dem Baby machen. Aufwecken auf jeden Fall, denke ich, weil es stinkt. Pomedy? Oh, Nibs. Oh, Stone. Babypflege. Ich würde mal sagen, wir können es mal füttern kurz. Dann können wir da Windel wechseln. Und waschen ist auch nicht schlecht. So. Oh, uff. Dann aufwischen. Stinkende Baby einfach so an die Brust drücken. Sind dann genauso voll geschmiert. Einfach wieder in die Plörre rein und dann drumrum. Oh mein Gott, ey. Okay. Okay. Okay, jetzt hat sie danach wenigstens nochmal gewaschen. Ja, dann kümmere dich jetzt ein bisschen um dein Kind. Jetzt hast du ein bisschen Kinderzeit. Nein? Ich glaube, sie ist anderer Meinung. Sie hat doch gar kein Sozialbedürfnis, diese Scheiße auf mein Kind. Ich habe zwar einen halben Sozialbalken weg, aber egal. Ich mache jetzt Haya. Okay, ich weiß nicht, was das Kind da tut, aber... Ich würde sagen, ins Gitterbett legen wäre eine gute Idee. Weißt du was? Steh nochmal auf, mach das eben. Über schwierige Probleme nachdenken. Okay, mach mal. Sollen wir jetzt das Kind ins Gitterbett tun, oder nicht? Wir können kurz mit der reden, im Arm wippen, trösten. Wir könnten sogar Kuckuck spielen und danach ins Bett bringen. Nein. Das Baby mag es nicht. Aber du gehst jetzt trotzdem in die Haya. Gehst du nicht? Scheinbar geht sie nicht in die Haya. Es ist echt schlimm. Ins Bett bringen. Ey, was ist mit der Frau nicht in Ordnung? So, dann kannst du dein Spinat essen. Dann kannst du... Ich glaube, du musst doch mal langsam den Müll wegbringen, wenn es so weitergeht. Du sollst das Kind in das Bett reinlegen. Ja, genau. Oh. Also, ich frage mich manchmal, was da schiefgelaufen ist. Was macht sie denn? Jetzt hat das Kind auf einmal Hunger. Okay. Oh mein Gott. Das ist ja hektisch, ey. Mir tut mein Sim leid dafür, dass er eine Mutter ist. So, warum habe ich das getan? Ich quäle meinen Sim. Dann gehst du pieseln, danach gehst du duschen. Nee, mach mal eine erfrischende Dusche, du brauchst echt eine. So. Und ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Guck mal, wie wir da hinstampfen, ey. Bam, bam, bam. Okay. Oh, yes. Guck mal, aber wir sind glücklich. Endlich mal mit fröhlichem Gesicht wieder auf dem Klo. Ja, und danach geht der Sim auch wieder schlafen. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen bisher. Ja, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.